Hallo ihr Lieben, willkommen in meinem Schlafzimmer. Ihr wisst, hier drehe ich immer meine Videos. Ich hatte an dem Tag, als ich mit Liza shoppen war, die Sachen zurücklegen lassen und mir die dann abends geholt. Und ich wollte sie eigentlich abends dann nochmal in Ruhe anziehen, damit ich nicht ganz so viel habe, weil ich habe wirklich alles genommen, was ich so eben auf dem ersten Blick irgendwie ganz cool fand. Und das war ein ganz schöner Stapel. Aber dann war ich dann da und man durfte die Sachen gar nicht anprobieren, weil die an Umkleidekabinen zu waren. Also ich habe die Sachen alle komplett blind gekauft. Ich habe so jetzt in den letzten Tagen, wo ich halt diese Filmpause hatte, die Sachen teilweise angezogen. Noch nicht alle. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie sie am Ende aussehen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch eure Meinung wieder in die Kommentare schreibt. Ich habe auch beim letzten Video, also ich hatte auch vor, jetzt so mehrere Shops anzugehen, hatte ich im letzten Video schon gesagt, da ging es um Zara. Wenn ihr das Video verpasst habt, verlinke ich euch das mal hier oben. Da könnt ihr dann kurz reinklicken und dann bitte wieder zurückkommen. Genau, da habe ich mir eure Kritik durchgelesen und auch sehr zu Herzen genommen. Also ich werde versuchen, so ein paar Dinge jetzt auch zu übernehmen. Es war zum Beispiel ein Wunsch, dass ich die Sachen auch mal so ganz Körper zeige. Hätte ich beim letzten Mal schon gemacht, aber es ist ein bisschen schwierig, weil ich gesagt, hier keinen einzigen Filmraum habe und dann immer gucken muss, dass alle irgendwie außer Haus sind, weil sonst geht es halt nicht. Aber egal, ich werde es auf jeden Fall mir zu Herz nehmen und das so organisieren, dass es auf jeden Fall machbar ist, weil Accessoires wirklich den ganzen Look komplett verändern können. Ich habe diesmal auch ein paar Sachen für die Kinder gekauft und auf Instagram habe ich gefragt, ob ich die auch mal zeige. Die zeige ich euch dann ganz zum Schluss für Liza und Luis. Und genau, ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Klamottenhaul. Das ist sehr viel. Ich habe die Sachen alle blind gekauft. Aber das erste Teil, das habe ich auch schon an. Das fand ich so cool. Ist mal was ganz anderes. Ich habe selten grün an. Aber ich finde es ganz süß. Vor allen Dingen den Schnitt mag ich total. Man kann das vorne so ein bisschen hochraffen oder auch runter machen. Ich finde es ganz schön, wenn es ein bisschen höher geht, weil ich auch oft High-Waisted Hosen trage, damit ich so ein bisschen optisch ein bisschen längere Beine habe. Ich bin 1,63 groß und ja, das verlängert die Beine halt so optisch so ein bisschen. Genau, sind noch so kleine Blümchen drauf, das ist Größe M und sitzt sehr locker. Wo ich auch oft nachgefragt werde, was ich denn da drunter trage. Also ich habe jetzt hier drunter so einen aprikotfarbenen Spitzen-BH, an der ist auch von H&M, in Größe M. Und dann geht es eigentlich. Kann man auch drunter ziehen. Aber wenn ich jetzt ganz kleine Brüste hätte, würde ich, glaube ich, gar kein BH anziehen. Aber das ist so locker, dieses T-Shirt. Und mit Kindern, wenn man dann unterwegs ist, ist mir das einfach zu unsicher, dass mal irgendwie was rausfällt oder so. Das nächste Teil, was ich super cool finde und auch auf jeden Fall behalten werde, ist so ein Leinentop. Auch sehr süß geschnitten, weil das hier unten so ein Volant hat. Und ich glaube, so nennt man das, ne? Ich bin in diesen Fachbegriffen gar nicht so. Allerdings ist es sehr transparent. Ich hatte das gestern einmal kurz angezogen und getestet und man sieht schon die Nippel dadurch. Also man müsste entweder so Nippelpads anziehen oder einen schicken BH mit so dünnen Trägern würde ich anziehen. Oder das behalte ich auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch eure Meinung in die Kommentare schreibt. Vielleicht könnten wir auch Noten verteilen. Jetzt bleiben wir vielleicht mal bei Leinen. Ich habe noch einen Leinentop gekauft, aber ich glaube, das ist zu groß. Die Größen sind im Moment super komisch bei H&M. M ist voll groß und S ist super eng. Ich hatte nämlich noch einen Top, was ich in S geholt habe, weil ich meistens M hole. Und das ist so eng und das erscheint mir jetzt gerade ziemlich groß. Kostet 19,99 €. Dann habe ich noch eine Leinenshorts mitgenommen. Ich muss dazu sagen, wir sind bald mit dem Wohnmobil unterwegs. Und für die mir nicht auf Instagram folgen, die wissen das ja nicht. Und ich habe schon so ein bisschen nach so, ja, so nach so einem Easy Style geguckt, der halt so Safari-mäßig ist. Und deswegen fand ich die Leinenhose ganz passend, vor allen Dingen gemütlich. Ich will auch gar nicht so viele Klamotten mitnehmen. Ich habe auch super schöne Sommerkleider. Kannst du nichts falsch machen. Größe 36, ich hoffe, die passt. Und die ist nicht so durchsichtig. Aber wenn, dann würde ich einfach eine hautfarbene Unterhose drunter ziehen. Dann geht das auf jeden Fall. Dann habe ich noch eins aus dem Sale, war das, glaube ich. Ne. Ein riesen T-Shirt. Fand ich mal ganz cool, einfach. Wenn man da drunter eine ganz enge Jeans-Shorts anhat und das so aussieht, als hätte man, oder einfach andere Shorts, man hätte keine Hose an, finde ich ziemlich cool mit ein paar Sneakern, vielleicht noch so ein Gürtel da drum.
schöne Tasche dazu und ein Haarreifen, schöne Ohrringe und so, damit das nicht ganz zu underdressed aussieht, würde ich einfach noch coole Ohrringe dazu anziehen. Vielleicht sogar auch einen farbigen Lippenstift oder so. Super weich und es ist halt so ein, kein hartes Schwarz, sondern so ein dunkles, so ein Anthrazit. 30 Euro und das ist Größe S, Leute. Also es ist extra so groß geschnitten. Dann kriegt man im Moment super viel Gelb und ich mag Gelb auch. Ich habe vielleicht auch viele gelbe Sachen geholt. Einmal so einen gelben Pulli, fand ich auch ganz schön, mal ein bisschen mehr Farbe. Und für so abends, wenn man dann am See sitzt mit seinem Wohnmobil und ein Gläschen Wein trinkt und dann diesen Pullover anhat oder keine Ahnung. Ich fand den eigentlich ganz cool. Ich habe extra L geholt, weil ich das so oversized gerne mag. Weiter geht's. Eine Jeanshose. Also H&M haben manchmal richtig coole Hosen. Eine meiner Lieblingshosen ist übrigens von H&M. Und da werde ich ständig nachgefragt, wenn ich die anhabe, wo ich die her habe. Und die ist so ähnlich, weil die fühlt sich vom Stoff her auch super weich an. Und hatte gehofft, dass ich mal endlich so eine Kopie davon finde. Das ist jetzt Größe 34. Ich glaube, das war die letzte, die da war. Und habe ich dann einfach mal mitgenommen und dachte, probierst du einfach mal an. Meine Stimme ist noch nicht ganz da, aber wesentlich besser als an dem Tag, wo ich angefangen habe zu drehen. Boah, danach abends war die komplett weg. Ich konnte gar nicht mehr reden. Okay, kommen wir jetzt zu einem weißen Kleid. Ich finde, so weiße Sommerkleider sind super schwierig zu finden. Und das habe ich tatsächlich noch nicht angehabt. Ich habe noch ein Sommerkleid, weißes, glaube ich. Habe ich das mal mitgenommen. Ich glaube nicht, dass das transparent ist. Der Stoff ist ziemlich dick. Das ist hier auch elastisch. Also da könnte man theoretisch auch mit einer größeren Brust anziehen. Kostet 29,99 Euro und das ist Größe 36. Ich hatte das noch nicht an. Ich glaube, die Länge ist schwierig bei kleinen Leuten. Große Leute haben ja eh nie Probleme mit Klamotten, glaube ich. Aber mit kurzen Beinen ist die Länge schwierig, deswegen würde ich da eher hohe Schuhe zu anziehen. Oder so Bastschuhe mit so einem Keilabsatz, könnte ich mir dazu ganz gut vorstellen. Dann habe ich noch ein cooles, das hatte ich nämlich online auch gesehen. Eigentlich wollte ich das in so einem Grau meliert haben, aber jetzt habe ich das in einem schönen Rosa. Die uns kennen, Alex mag das ja, wenn ich Rosa trage. Also er hatte mir ja mal ein paar Outfits gekauft und hat ja da sich so irgendwie auf Rosa fixiert. Jedenfalls fand ich dieses Rosa auch super schön. Das ist eine Shorts und dazu gibt es auch einen passenden Pulli. Das hängt aber nicht zusammen, da müsste man so ein bisschen gucken. Auch ganz schön, oder? Für zu Hause oder so für tagsüber, wenn man mal einfach so ein bisschen rumläuft. Ist auch ein bisschen größer geschnitten und das ist Größe, auch Größe S. Die Sachen werde ich auch auf jeden Fall behalten. Als nächstes haben wir noch eine Shorts, eine weiße Shorts. Ich habe nur eine einzige Shorts und die sitzt nicht richtig. Ich hoffe, dass die besser sitzt. So eine weiße Shorts ist auch immer super. Größe 36 und die hat nur 9,99 Euro gekostet. Bin mal gespannt, wie die getragen aussieht. Dann, genau, das ist das Top, was ich meinte. Das habe ich gekauft in S. Oder habe ich mich vergriffen mit X? Nee, es ist Größe S und das sitzt so eng. Ich weiß nicht, ob das noch geht. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob man das so anziehen kann. Ihr seht es ja jetzt eingeblendet. Kostet nur 9,99 €. Das gibt es auch in verschiedenen Farben. Aber ich dachte mir, kaufst du extra mal kein Weiß, sondern mal so ein Creme. Sie ist, glaube ich, ein bisschen eng. Ich bin mir nicht sicher. Und dann habe ich mir noch so einen Tanktop geholt, aber ich glaube, das ist zu groß. Das sollte eigentlich enger sein. Ich habe mich da, glaube ich, vergriffen. Und dann habe ich mir noch, ich liebe dieses Grau meliert, einen großen, gemütlichen Hoodie gekauft. Also ich hatte den jetzt gekauft. In Größe S ist das. Der ist auch wieder so oversized geschnitten. Ja, so für gemütliche Abende halt, wenn man draußen am See sitzt mit dem Wohnmobil. Oder morgens, wenn man aufsteht und ist ein bisschen frischer, einfach den Hoodie anziehen oder so. Deswegen habe ich den geholt. Und wie gesagt, ich mag dieses Grau meliert total. Und der hat gekostet 24,99 Euro. Das waren meine Sachen bei H&M und im Store gibt es wesentlich weniger Sachen als online. Also online gibt es so viele Sachen. Ich gucke mal, ob ich einfach die Sachen, die ich online bestellt hätte, mal in die Infobox verlinke. Aber wenn ich bei H&M bestelle, kommt das Paket einfach nie an. Ich habe so geile Sachen bestellt, auch für Liza und Louis und das Paket ist wieder zurück. So, kommen wir zu den Sachen für die Kinder. Auch da gibt es nicht so viel Auswahl. Also gerade so in der Größe, wo Liza gerade ist oder Louis, so Socken gibt es da kaum.
wenn, dann sind die so komisch, so blau, blau mit Sternchen und so, weiß ich auch nicht, kann ich nichts mit anfangen. So habe ich jetzt Louis hier einfach ein paar geholt, das sind so graue Socken. Dann, ach so, für mich noch ein paar Haargummis. Ich fand das Graue hier auch sehr schön. Ich mag die mit diesem Stoff total so für, hier seht ihr. Das ist schon so alt, das habe ich mal in New York gekauft bei Urban Outfitters. Das ist so ähnlich. Also für Liza habe ich ein süßes T-Shirt gekauft mit Zitronen drauf. Dann noch einen gelben, der war sogar im Sale, einen gelben Minirock. Ist ein bisschen unpraktisch, aber so für, wenn man mal spazieren geht oder so geht's. Jetzt zum Spiel würde ich keinen Rock anziehen. Aber so zusammen sieht das bestimmt total süß aus. Dann habe ich noch ein gelbes Oberteil für Liza, so ein T-Shirt. Fand ich auch sehr süß. Und ich wollte ihr eigentlich so ganz viele Shorts kaufen, weil die halt online so viele hatten. Aber im Store halt gar nicht. Und dann habe ich ihr einfach diese Shorts gekauft. Das ist so für den Sommer, glaube ich, ganz gut für Mädchen. Okay, jetzt kommen wir zu den Klamotten für Louis. Da haben die ja auch ganz oft so 3 für 2. Und ich hatte mich auch in der Kasse auch aufmerksam gemacht, dass ich mir noch eins aussuchen kann. Und dann kriege ich eins umsonst. Also habe ich ihm einmal diese Shorts geholt. Denn Louis hat immer Hitze. Der würde auch im Winter kurze Hosen tragen. Dann habe ich ihm noch diese kurze Hose gekauft. Auch ziemlich schön. Es passt halt einfach irgendwie zu Louis, finde ich. Und ein Tiger-T-Shirt findet der bestimmt auch mega. Habe ich ihm noch gar nicht gezeigt. Aber so zusammen könnte man das auch gut anziehen. Die Hose mit dem T-Shirt oder die Hose auch mit dem T-Shirt sieht bestimmt auch mega cool aus. Sehr wichtig, dass es cool aussieht. Dann noch für so ganz heiße Tage so ein Unterhemd. Weiß ich noch nicht, ob er das so gut findet, wenn die Arme so nackig sind. Genau, noch ein graues und dann auch nochmal eine graue Shorts. So, und das war schon mein Einkauf bei H&M. Und gelassen habe ich dort 335,53 €. Also die Kinderklamotten werde ich auf jeden Fall behalten. Und muss ich mal gucken, ob ich das Kleid und so, ob das passt und die Jeans. Und dann hoffe ich, dass ich ein bisschen Geld wieder zurückbekomme. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben und über ein Abo freuen. Und wenn ihr die Glocke anmacht, wäre auch super, weil ich im Moment keine festen Upload-Tage habe. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video und bleibt gesund, ihr Lieben. Ciao.